Mia, da sind wir wieder bei 4 Extraction Points. Points, nein, es gibt nur einen. Und das habe ich mir schon gedacht. Die Orange Line, mit der fahren wir jetzt. Ist auch ein Buch von Glett. Alles gut. The replicas are using the city subway to transport equipment and supplies. To what end, you do not know. Mission, follow the subway tracks to the exit near Auburn Memorial Hospital. Secondary objective is to collect information on replica activities in the subway system. Ah, alles klar. So, wir sind also immer noch beim Abstieg. Ja, Masse platt. Masse platt. Wow. Dankeschön. Oh, jetzt bin ich aber sehr verwirrt. Jetzt bin ich in all meinen Überzeugungen völlig durchgeschüttelt. Jetzt hilft die Kleine uns. Vielleicht mag sie uns ja auch. Vielleicht hat sie auch einen kleinen Crush. Wir sind ja schließlich große, starke Männer. Vielleicht steht die da drauf. Also können wir das gerne öfter machen. Du läufst vor. Das ist schon mal ein Vorteil zu Holiday. Der ist nämlich nie vorgekommen. Und machst die ganze Arbeit für uns. Oder? Klingt gut. Wir laufen hinterher und sehen einfach nur gut aus. Verzieht. Okay. Ja, das Spiel gibt einem halt eigentlich nicht wirklich die Möglichkeit, so eine Waffe richtig auszunutzen. Das wäre höchstens da auf dem Turm, als wir Holiday gedeckt haben, gut gewesen. Aber ihr wollt nicht, dass mein Backup kommt, weil das ist ein kleines Geistermädchen, das euch ganz schön die Fresse poliert. What is this? Ja, steckt eine Waffe in der Wand. Passiert schon mal. Cool. Granaten! Okay, hier kann ich nichts tun. Irgendeine Waffe, die ich... Ja, ich fürchte, ich muss den hier mal tauschen. Einfach zu wenig Munition, leider. Und hoffen, dass wenn wieder andere... Oh, wenn ihr hier so einen Scheiß wie ein Tomb Raider macht, dass plötzlich der Zug kommt, dann raste ich aus. Ja, ja, genau sowas. Ich kann halt nur hoffen, dass wenn ich wieder Granaten brauche, ich neue bekomme. Tja, meine kleine Prinzessin war ja da oben. Macht sie jetzt was oder nicht? Lustig, wie ich im Moment keine Angst mehr vor ihr habe. Mal sehen, wie lange sie mich in dieser Illusion lassen. Immer keine Lust, in diesen 2 Sekunden, in denen ich gerade am Nachladen bin, dann nochmal die Slow-Mo auszumachen. Ja, moin. Selber hostile. So, gib mir mal eure Sachen. Jetzt hatte ich da vorhin noch einen anderen Weg. Es nervt mich, dass wir immer so viele Möglichkeiten haben. Ah.
Wahrscheinlich wäre da nochmal eine Möglichkeit gewesen, um Health oder Reflexe zu verbessern. Naja. Gar nicht schlimm. Ja. Ah. Na, ist klar. Passiert. Hat niemand gesehen. So, jetzt ist die Preisfrage. Waren die nur auf der Seite oder sind die auch auf der anderen? Oh, hallo. Ich brauche gar keine Angst haben, dass hier was langkommt. Ist nämlich gecrashed. Naja. Ich wüsste ja auch, warum eure Züge immer Verspätung haben, weil da immer sowas abläuft wie bei uns hier. So, wo will ich hin? So viele Türen schon wieder. Da kam ich hin. Da kam ich her und die ist eh blockiert. Okay. Ja, das sieht wieder gut aus. Ja. He's here. Fettel. Nein, Achtung! Ich kann nichts tun. Stay away from me. I'm not going to do anything to you, Miss Guan. But I can speak for my mother. Jankowski. Tasted the good lieutenant's visions, and they were most revealing. Spin your eyes. Uh-oh. Ach, sie ist das die ganze Zeit, und ich denke, wir warten auf irgendeinen Typen, und dabei heißt sie so. Das habe ich nicht gecheckt jetzt schon seit dem ganzen Spiel hier. Das tut mir echt leid, das war sehr dumm. Ich wollte gerade sagen, warum habe ich keine Waffe? Oh, mach mal die Musik ein bisschen leiser, Jungs. Danke. So. Sorry, dass ich ihren Namen nicht gecheckt habe, aber man muss auch sagen, die Namen wurden jetzt am Anfang nicht so oft benutzt. Wieso denn eigentlich jetzt erst so viele Sequenzen und sowas? Das ist doch schade. Warum? Vielleicht haben sie auch einfach aus Fehlern vom ersten Spiel gelernt. Weiß man ja auch nicht. Übrigens, das ist heute der Tag, an dem... Evil Within rauskommt. Und... daher der letzte Tag unter der Woche, an dem dieses Spiel läuft. Ich werde das dann weitermachen, wenn wir... Little Nightmares zu einem guten Abschluss gebracht haben. Ich denke mal, das ist okay für euch.
denn für zwei Mitternachtsprojekte oder generell für drei Hauptspielprojekte habe ich keine Zeit. Und ich denke, eigentlich ist es okay, wenn dieses Spiel hier... Wow. Dann halt am Wochenende nur läuft! Mein Gott, wo kommt ihr denn alle wieder her? So, gib unbedingt. Ja, das ist so der Plan. Auf Evo Win freue ich mich schon mega. Und ich bin sicher, ihr auch. Okay, irgendwas schmeißt hier mit meinen Leichen um sich. Und ich habe schon so eine Idee, wer das ist. Ich bin gerade verwirrt. Wo geht's denn weiter? Da. Okay. So viele Checkpoints in letzter Zeit ist auch nicht normal. Yes, das ist so schön. Das Wasser ist auch böse, habe ich gehört. Gehe ich mal schnell wieder raus. Da wir gerade erst increased wurden, schätze ich mal, dass da nichts Neues drin ist. Was sind das für Geräusche, die ich hier hören muss? Zum Glück passiert das anderen und nicht mir. Boah, ich spreche nochmal. Nein! So geht das. Oh, ich komme mit den ganzen Granaten nicht klar. Da will ich einmal neue nehmen. Oh, sowas kann ich auch einsetzen. Voll gut! Wolltest du auch auf meinen Gegner schießen? Nee, ne, wolltest du nicht. Na toll. Macht's gar nicht. Da hinten. Ja, wahrscheinlich so eine Reichweite von zwei Schritten oder so. Oh, Jesus. Hätte ich jetzt noch den Rocket Launcher. Danke für nichts. Kleines Kackding. Ja, das hätte ich gerne. Das tausche ich. Das dann. Danke, oh yes. Na, wer lacht jetzt? Na, wer lacht jetzt?
Okay. Und auch hier haben wir noch keine Taschenlampe, die einfach anbleiben kann. So kann doch keiner arbeiten. Ich heb mir die mal lieber auf. Sonst ist sie leer, wenn ich wieder so ein... Aha. Nee, dann geht's da noch nicht lang. So, da waren wir vorhin unten. Okay, dann ist hier auch nichts mehr groß los. Na gut, okay, ihr Lieben, dann bis zum Checkpoint. An diesem Punkt, jetzt habe ich noch nicht weiter aufgenommen. Bei Little Nightmares. Das heißt, aber allzu lange geht, glaube ich, der erste Teil auch nicht mehr. Deswegen kann ich euch noch nicht sagen, wann genau es mit Extraction Point weitergeht. Auf jeden Fall kommt dann jetzt erstmal hier zur Geisterstunde unter der Woche. Evil Within 2, freue ich mich schon ganz doll drauf. Danke, dass ihr bei Extraction Point bis hierhin dabei wart. Wir machen es auch auf jeden Fall weiter. Nur wann genau welches Projekt jetzt demnächst kommt, kann ich gerade noch nicht vorhersagen. Lasst euch überraschen. Danke sehr fürs Zusehen. Wünsche euch eine gute Nacht, startet gut ins Wochenende und bis ganz bald. Ciao, ciao.